Dieser Lachs soll heute noch viele Menschen glücklich machen. Man streut das nicht einfach so wild drauf, sondern man macht das mit Liebe. Vor 15 Jahren beginnt Michael Schiller mit seinem Imbiss ein ganz neues Leben. Es war der Vatertag 2009. Da habe ich 81 Euro verdient. Und seitdem kann er sich nichts anderes mehr vorstellen. Früher habe ich immer gedacht, die Leute im Wagen, das ist ja, möchte ich nicht machen. Aber irgendwann stand ich dann tatsächlich selber in so einem Wagen und das ist geil. Micha hat alle Hände voll zu tun. In einer Stunde öffnet sein Imbiss im Nordseebad Feddavadasiel direkt im Hafen. Seine Spezialität Flammlachs. Und der braucht noch eine Spezialbehandlung mit selbst kreierten Gewürzmischungen. Wir haben von Knoblauch über Pfeffer, über Zwiebelmischung, Jalapeno, bisschen schärfer. Ich verkaufe eigentlich nichts, was ich nicht mag. Scharf mag ich nicht, aber die Gäste und Kunden wollen ihn gerne essen. Die Lachse und andere Fische kommen hier täglich in den Räucherofen, direkt neben dem Imbiss, zusammen mit brennendem Buchenholz. Durch den Buchenrauch kriegt er den Geschmack. Erst gart er, viel Feuer, dann kriegt er Temperatur und zum Schluss wird dann noch eine Stunde mit Rauch dran, aber auch mit Temperatur ein bisschen noch. Jeder räuchert anders, es gibt ja keinen Leitfaden. Ofen auf, Fisch rein, Feuer an, fertig. Nein, funktioniert nicht. Micha liegt das Räuchern aber im Blut. Opa hat geräuchert, mein Onkel hat geräuchert. Ich bin gelernter Flugzeugbauer und das war eigentlich Hobby. Und aus dem Hobby habe ich dann tatsächlich einen Beruf gemacht mit 14 Angestellten. Seine Bianca arbeitet Vollzeit in einem Reisebüro, unterstützt aber bei der Buchhaltung und oft am Wochenende im Imbiss. Haben wir halt beide hintergestanden. Ohne starke Frau kein starker Mann. Und umgekehrt natürlich genauso, ne? Ja, es passt. Muss halt alles zusammengehen, ne? Angefangen hat das alles recht simpel, aber der frische Räucherfisch hat seine Kunden schnell überzeugt. Ich hätte gerne einmal von Naturflammlachs. Das ganze Stück? Das ganze Stück, bitte. Dankeschön. Wir kommen aus Brake und ja, wir haben zwar auch viele Fischläden, beziehungsweise zwei ganz gute eigentlich, aber der Flammlachs hier ist legendär. Ja. Also der ist echt bombastisch. Und dann fahren Sie extra hierher? Ja. Ja, weil ich mag den anderen Lachs gar nicht mehr so gerne. Wenn man einmal richtig schön Flammlachs gegessen hat, das merkt man schon. Also ganz bestimmt. Ja, der muss noch ein bisschen. Es gibt aber auch noch eine andere Spezialität, für die die Kunden mittlerweile Schlange stehen. Und alle, die ihr Backfisch kriegen, in einer Reihe vor mir aufstellen. Denn auch der kommt frisch in die hauseigene Backpanade. Und die Remoulade ist eine Spezialität des Hauses. Oh, lecker. Mhm. Ja, selbst gemacht. Und das weiß auch keiner, wie der gemacht wird. Das macht nur ich. Bei gutem Wetter muss in der engen Fischbude jeder Handgriff sitzen, um alle Menschen schnellstmöglich glücklich zu machen. Dreimal Flammlachs im Brötchen bitte und zwei Bismarckbrötchen bitte. Es gibt Leute, die fahren tatsächlich 400 Kilometer morgens los, kommen hierher zum Backfisch essen oder Räucherfisch mitnehmen und dann sind sie abend damit das wieder zurück. Für Micha kann es hier gar nicht stressig genug sein. Gerade das macht doch Spaß. Micha, kannst du mir denn mal bitte Pommes besorgen? Ja, muss weiter. Und viel Freizeit bleibt ihm im Leben mit Imbiss auch nicht. Nonstop, also es gibt kein Frei. Komischerweise, man steht auch auf morgens und geht mit einer guten Laune zur Arbeit. Auch wenn Scheißwetter ist, das ist einfach nur schön. Früher war das mit, oh, Scheiße, wieder zur Arbeit und endlich Feierabend. Ja, hier ist Feierabend, wenn ich im Bett liege. Ne, das ist einfach toll. Jetzt ist er fertig. Guck dir das an. Nach rund 2 Stunden ist der Flammlachs bereit für die Endabnahme. Ich freue mich immer wieder, wenn ich so einen Haufen Lachs sehe. Ich freue mich auch gleich aufs Essen, weil den werde ich gleich wieder probieren. Denn das gehört hier zur Qualitätssicherung. Lecker. Sein Leben als Flugzeugbauer vermisst Micha überhaupt nicht. Denn seine glücklichen Gäste machen auch ihn glücklich. Dann ist dann die Bestätigung, als bei Airbus das Flugzeug gebaut, hast du nichts mitgekriegt. Das hast du eine Nummer und so ist das doch meine Erfüllung.
Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal. Am besten direkt abonnieren.